the next day and it's always raining again. For sure. Again? Es regnet die ganze Zeit durchgehen. Nicht nee, zwischendurch hat es mal eine Stunde oder so. Und nachts um drei waren wir wach und es war so laut, der Regen. Einfach unfassbar. Unfassbar. Wir müssen aber das Positive sehen. Erstens, unsere Motorräder sind nicht umgefallen. Zweitens, wir sind keine Radfahrer, so wie die da hinten. Das wäre nämlich noch schlimmer. Dann hat man nämlich nicht so wasserdichte Klamotten und muss sich auch noch einen abstrampeln. Also ich würde sagen, heute auf schnellstem Weg dahin, wo es wärmer ist, Hotel, weil unsere Sachen sind teilweise nass. Isomatte Schlafsack. Wir haben mit dem Innenteil des Zeltes teilweise halt an dem Außenteil geklebt. Es war gestern etwas chaotisch hier, die Einpackaktion vom Zelt. Ja. Nun denn. Geräuschkulisse ist auch wie an der Autobahnraststätte. Ich habe heute Nacht mit Ohrenstöpsel geschlafen. Also mit diesen Oropacks, genau. Gehörschutz. Ja. Kann besser werden. Die hatten wir heute Morgen im Zelt und sie war wohl unterwegs auf Julians Jacke, meinem Stiefel. Das ist nicht so schlimm. Schätzelein, wir müssen dich mal hier wegnehmen. Sonst wirst du gleich im Laufe des Zeltabbauprozesses derbe zertrampelt. Ich setz dich woanders hin. Wie wär's mit diesem Blatt hier? Ist das was für dich? Ja. Tschüssi. Oh je, die Armen, ey, mit kurzer Hose. Aber dafür warten wie so ein Bergsteiger. Gute Fahrt euch. Wir bauen dann mal ab. Ich bin schon wieder nass. Diesmal allerdings von innen, denn ich hab geschwitzt. Und das Lied ist auch völlig schief. Und ihr kennt doch diese Pfeifen, wenn man in Seenot geraten ist und da irgendwo liegt oder so hier. Vielleicht kommt ja jemand und rettet uns vor dem Regen. Und das Fell ist gerade an solchen Tagen, wenn das Motorrad komplett nass ist und die Sitzbank vollgesogen mit Regenwasser, 1A Premium Gold wert. Ich habe jetzt hier die zweite Hälfte von dem, was ich sonst immer hatte. Hat mir ja mein Opa damals geschenkt. Ich habe das einmal in der Mitte durch. Eins habe ich, eins hat Julian. Vor allem, weil mein Motorrad ist für mich fast ein bisschen niedrig. Wenn ich das drauf mache, dann ist es richtig angenehm. Ein bisschen höher und halt so schön weich und so. Sitzbank habe ich mir ja selber mal irgendwann neu gemacht. Video verlinke ich euch. Ja, jetzt aber mal langsam los. Gerade noch mal eben hier im Badezimmer die Helmvisiere sauber gemacht. Und es ist auch gerade ein bisschen besser mit dem Regen. Ja, also Julias Hände sind auf jeden Fall schon kalt, aber er hat da ja einen ganz guten Weg gefunden, die zu wärmen. Wo genau hast du die dann da? Links direkt am Tank ist der Luftstrom vom warmen Ufer, der hier rauskommt. Das ist eigentlich ganz angenehm. Also ich habe auf jeden Fall 2 Lagen mehr an als gestern. 11 Grad haben wir. 11 Grad, das ist so viel wie beim X-Ride. Ein bisschen mehr, aber ja, krass. Und das ist hier echt Komforttemperatur. Ja, also der Anzug hält super warm und auch die Handschuhe, also meine sind noch komplett trocken, genauso wie meine Schuhe. Und ich muss auch sagen, sich unterwegs unterhalten zu können durch das Kommunikationssystem, hebt die Laune ungemein. Also man fühlt sich nicht ganz so verloren hier auf der Autobahn mitten im Regen. Ach, und ich finde auch dadurch, dass man einfach Autobahn jetzt fährt, da muss man sich auf nichts groß konzentrieren. Schöne Straßen fahren bei dem Regen, macht dann auch keinen Spaß mehr deswegen. Genau. Dieser dritte Reisetag lässt jedes Anzeichen von erholsamem Urlaubsflair vermissen. Harter Tobak, dieses Kontrastprogramm zu dem, was wir uns erhofft hatten. Ursprünglich wollten wir heute über Landstraßen nach Beda-Rieux. Bei diesem Dauerregen allerdings war die Lust auf ausgedehntes Landstraßenfahren wie weggespült. Wind fällt uns von der Seite an und die kalte Schulter der Nässe zieht sich durch jede noch so kleine Naht meiner Lederhandschuhe, bis meine Hände steif und unbeweglich sind. Und dann verfahren wir uns auch noch auf der Autobahn. Jetzt haben wir hier gerade irgendwie 3-mal die Abfahrt verpasst, sind jetzt hier immer von einem zum anderen
Punkt und mussten halt immer diese Mautstation, boah, 10 Mal hintereinander oder so haben wir da jetzt bestimmt Ticket gezogen, Ticket bezahlen, alles ist nass, man kommt nicht in die Handschuhe rein. Okay, aber jetzt sollte es eigentlich klappen. Ich habe es jetzt mit Hilfe von Google Maps irgendwie dann doch noch geschafft, die richtige Abfahrt zu finden. Jetzt hat mein Sehner irgendwie noch so einen Wackelkontakt. Ich höre Julian nicht mehr. Ich kann auch keine Musik mehr hören. Ich höre mein Navi nicht mehr. Herrlich, oder? An so einem Tag kommt echt alles zusammen. Regen, nasses Zelt, Verfahren bzw. die Abfahrt 30.000 Mal nicht gekriegt und Gerät im Arsch. Eieiei, das ist doch echt hier wunderbar. Eine richtige Herausforderung, um die Laune nicht in den Keller wandern zu lassen und alle Nerven zu bewahren. Und so steuern wir über Mautstraßen den schnellsten Weg nach Süden an. Trotz Unwetter, die Afrika Twin fühlt sich gut an. Und ihre Schwester, die T7, macht auch eine gute Figur. So hält der Anfang dieser Reise 1300 Kilometer Autobahn für uns bereit. Inklusive dieser Regennacht im nass geregneten Zelt. Und der klassischen, alle Motorradfahrer kennen sie, Scheibenwischwasser-Situation. Wenn du jetzt auf dem Motorrad sitzt, fährst du hinterm Autos her und plötzlich denkst du, was riecht so gut? Und ein paar Sekunden später kriegst du es ins Gesicht, nämlich das Wasser von der Wischanlage vom Auto vor dir, was gerade mal eben so die Scheibenwischer mit dem Sprühzeug da eingeschaltet hat. Also danke. Gegen Ende des Tages hat das Wetter dann doch noch Erbarmen mit uns und entscheidet sich, die Nässe von oben einzustellen. Zeit für uns, das Wasser, was unten liegen geblieben ist, für eine Motorradwäsche zu nutzen. Angekommen für heute sind wir in Perpignan. Hier haben wir für diese Nacht noch einen relativ günstiges Zimmer bekommen und sind einfach froh, dass es hier gerade nicht regnet, wir gerade unsere Sachen trocknen können. Für unser Zimmer mit Doppelbett und Frühstück bezahlen wir hier im Ibis Hotel knapp 69 Euro. Morgen geht's dann weiter, uns irgendeinen Platz suchen, wo wir das Zelt aufbauen und trocknen können. Ja, ACT geht leider nicht. Es ist wirklich alles noch voller Schnee da oben in den Pyrenäen. Aber mal gucken, wenn wir in einer Woche, anderthalb eine Zeit im Süden verbracht haben, ob es dann vielleicht geht. Wenn man dann hier durch Spanien nochmal hochfährt Richtung San Sebastian, wo der ACT eigentlich endet, ob man den dann vielleicht rückwärts fährt, dann ist es ja auch schon ein paar Wochen weiter und vielleicht auch ein bisschen wärmer. Also dann könnte die Möglichkeit doch noch bestehen, den ACT da oben fahren zu können. Ja, wir schauen mal. Also von daher, wir haben viele Möglichkeiten. Wir haben alle Routen auf dem Navi. Das ist das Wichtigste. Das war auch der größte Teil der Vorbereitung für diese Reise, dass wir uns die ganzen Routen runtergeladen haben, sodass wir jetzt wirklich komplett frei sind und entscheiden können, fahren wir ACT, fahren wir TED. Das ist alles möglich. Und das mag ich halt auch so gerne an dieser Art von Reisen. Man hat gar nicht vorher genau geplant, wohin man wann fährt, sondern einfach so grob die Richtung, grob das Land, grob das Vorhaben insgesamt. Also Offroad fahren, viel Zelt, viel in der Natur sein, das ist eigentlich das, worum es geht. Und da ist man sehr, sehr flexibel in dem, wie es dann am Ende und wo es dann lang geht. Einen wunderschönen guten Morgen. Ein neuer Tag, ein neues Glück. Die Sonne scheint, das sind schon mal gute Voraussetzungen. Und es ist das erste Mal Zeit für eine Sonnenbrille. Es ist schon so heiß. Es ist 10 Uhr morgens, so ein Kontrastprogramm zu gestern. Und da hinten in den Gipfeln der Berge, da liegt Schnee. Und das ist eigentlich jetzt auch unsere Richtung. Mal gucken, wie es aussieht da.
Während wir uns heute an der Sonne erfreuen, hatte uns ja vor 2 Tagen das Thema Motorradreisen mit Kind beschäftigt. Und ich möchte jede Spekulation vorwegnehmen und betonen, dass ich zu diesem Zeitpunkt nicht schwanger bin. Kinder sind sicher kein Hinderungsgrund für das Reisen mit dem Motorrad. Und ich finde Kinder wundervoll, sonst wäre ich sicher nicht Erzieherin geworden. Dadurch weiß ich aber auch, welche Verantwortung ein Kind mit sich bringt. Und aktuell würde das in mein Leben einfach nicht reinpassen. Denn wenn ich Mutter werde, dann möchte ich der Rolle ja auch gerecht werden. In diesem Sinne, Respekt an alle Eltern. Kilometer westlich von unserem Startpunkt in Perpignan sind wir am Fuße der Pyrenäen angekommen und fahren entlang des Flusses Tet, der hier aufgestaut den Lac de Vinchat bildet. Auf diesem Fluss wurde ein Staudamm errichtet, der Barrage de Vinchat, 55 Meter hoch und 192 Meter lang. Ein Ort zum Wandern, an dem entlang zu fahren eines der Highlights des heutigen Fahrtages ist. Der Blick aufs beruhigende Blau, zwischen all dem satten Grün der Berge, entspannt. Wir sind hier auf 750 Metern. Gestartet sind wir bei 84, also ziemlich nah am Meer eben. Und man merkt es. Ich glaube, wenn die Sonne nicht da wäre, wäre es richtig frisch, aber so sind's. Laut der Anzeige von Juliens Motorrad 17 Grad. Das wissen nicht nur wir Motorradfahrer zu schätzen. Es kann so schön idyllisch sein, wenn nur nicht so viele Menschen da wären, oder? Die so laute Autos fahren. Es ist aber wirklich schön hier. Die Sonne hat echt Power, ne? Ja, die hat echt Power, das stimmt. Ich tanke die Power hier gerade am Straßenrand. Da kommt gleich einer. Ich will einen Ferrari. Ich will einen Ferrari. Die fahren hier nämlich ganz schön beschissen. Aber ich glaube, heute ist irgendwie so ein Rennen oder sowas. Mich hat gerade schon fast einer über den Haufen gefahren, weil sie die Kurve nicht gekriegt haben. Wenn man ein schnelles Auto hat, da ist einer. Ja. Nice. Damit sympathisiere ich nicht. Wollen wir weiterfahren oder willst du hier bleiben? Nein, wir fahren auf jeden Fall weiter. Mist, ich hatte darauf spekuliert, hier schon das Zelt aufzubauen. Aber nein, das Motorrad braucht noch Auslauf und wir sind noch lange nicht am Ziel. Das sieht so schön aus hier, diese verschiedenfarbenen Bäume.
Und man fährt hier wirklich so an der einen Seite vom Berg entlang, dann kommt hier dieses Tal und guckt in die andere Seite vom nächsten Berg. Also diese Hügellandschaft ist auch zum Fahren jetzt hier mit sehr vielen Kurven besät. Also wow. Wir sind hier auf 1500 Metern schon. Das ging jetzt so schnell und es ist auch echt fresh. Die schneebedeckten Bergkuppen des Skigebiets Chambre d'Ars schauen wir uns aus sicherer Entfernung an und sind ganz froh, uns erstmal gegen die Adventure Country Tracks Pyrenäen entschieden zu haben. Denn in dem Schnee abseits der Straße Motorrad zu fahren, ist ungefähr so angenehm wie der schrille Ton dieser Flöte. Genau. Nämlich gar nicht. Und Herausforderungen werden wir auf dieser Reise auch ohne Schnee noch genug bekommen. So tuckern wir ganz genüsslich weiter, bis wir irgendwann die Grenze Spaniens erreichen. Wir sind in Spanien angekommen. Yay! Noch ein Afrika-Gin. Sehr cool. So, Kaffee ist intus. Wir fahren jetzt weiter in den Süden, weil das Zelt soll ja trocken aufgebaut, also aufgebaut werden zum Trocknen. Und ich glaube, hier haben wir keine Chance. Hier hat es eher eine Chance zu frieren. Das Wetter ist zwar sehr schön gerade. Wenn die Sonne da ist, ist es auch wirklich warm. Aber die Luft an sich merkt man wirklich spürbar, dass man hier höher ist. Die ist echt kühl. Und spätestens, wenn die Sonne weg ist, friert man sich hier echt den Arsch ab. Mhm. Und ja. Heute Nacht würde das, glaube ich, tendenziell eher unangenehm werden. Unangenehm, einfach unangenehm. Einfach unangenehm, das wollen wir uns ja ersparen. Genau, wir wollen ja eine schöne Zeit mit dem Motorrad. Und unten warten eine Menge Tattoo-Routen auf uns. Die wollen wir dann mal in Angriff nehmen. Oh, die Pferde, die haben hier voll die Idylle, ne? Die genießen hier die Pyrenäen, die Berge, so einen kleinen Bauernhof hier irgendwo im Hang. Was eine friedliche Stimmung hier. Das ist bestimmt schön hier zu grasen, oder? Kleine Pause an der Pferdeweide. Ich habe die Pferde hier gerade gesehen und dachte so, wow, das muss man mal festhalten, wie schön die das hier haben. Und da fahren wir gerade schön dran vorbei. An den Bergen, bedeckt mit Eis. Mhm. 73 PS zwischen 1, 2, 3, 4. Vier einzelne. Und die Pferde, die haben hier teilweise noch so Glocken um den Hals hängen. Ich kenne das nur von den Kühen aus Österreich oder so. Und hier gibt es das sogar bei den Pferden. Das sieht ein bisschen komisch aus. Aber klar, wenn so ein Pferd mal irgendwie ausbüchst, dann hört man es überall in den Bergen. Kleiner Tankstopp hier inklusive Flower Power. Und tanken war jetzt richtig günstig. 1,64 nur. Teilweise haben wir hier schon 2 Euro noch was bezahlt fürs Tanken. Warum ist unter meinem Motorrad ein Ölstock?
Und während wir hier die Fahrt genießen, kleiner Faktencheck zum Königreich Spanien, das zu einem sehr hochentwickelten Land zählt und dessen Staatsform eine parlamentarische Erbmonarchie ist. Es ist der Fläche nach das zweitgrößte Land der EU und nach Frankreich das am zweithäufigsten besuchte Land der Welt. 48 Millionen Einwohner bevölkern die Fläche von rund 500.000 Quadratkilometern. Deutschland ist nahezu nur halb so groß und hat dennoch eine fast doppelt so hohe Einwohnerzahl. Untergliedert ist Spanien in 17 autonome Gemeinschaften und 2 autonome Städte. Die Hauptstadt und größte Metropole ist Madrid, wobei weitere Highlights wie Barcelona, Valencia und Bilbao ebenfalls beliebte Reiseziele sind. So Leute, das ist der Ausblick vom Camping Dalos. Kostet hier 20 Euro eine Nacht auf so einer Parzelle hier mit dem Zelt. Julia? Ja? Deine Meinung? Ach ja, kann man wohl machen allgemein, aber da wir erst 3:30 haben, würde ich sagen, fahren wir noch ein bisschen weiter. Das geht noch schöner, vor allem für 20 Euro, das hatten wir auch schon günstiger. Schauen wir uns mal die Gegend noch an. Also man merkt schon, finde ich extrem, dass noch gar nicht Hauptsaison ist, nämlich auf diesen Plätzen ist nichts los. Ich meine, jetzt sind wir auch ein bisschen weiter ab von den großen Städten, aber eigentlich mag ich solche Orte sehr, aber es ist halt echt richtig leergefegt hier. Nichts los. Wir sind angekommen an unserem Campingplatz. Ich nehme euch mal mit, ich fahre nämlich selber gerade drauf. Wir haben hier einen Pool. Der Pool ist aber noch nicht so ganz sauber. Es gibt verschiedene Hütten hier. Ein bisschen was ist sogar los. Hui, ich glaube, wir fahren ganz bis ans Ende. Da haben wir unsere Ruhe. Hier zwischen dem Gebäude ist schön. So, das Zelt ist aufgebaut und muss da jetzt erstmal noch ein bisschen trocknen, bevor man es einräumt. Aber ich würde sagen, der Platz ist ziemlich perfekt. Und zwar werde ich die Abside nach hier hin machen, die eine. Und dann kann man schön hier sitzen und auf den Berg da hinten schauen. Ist das nicht geil? Ja, und vor allem hat man hier echt Ruhe. Außer, dass da jetzt gerade ein Auto kommt. Ich hoffe, das fährt auch gleich wieder. Es ist nichts im Vergleich zum letzten Campingplatz. Und einfach so diese Sonne, der leichte Wind, der hier geht, gerade als wir angekommen sind und erstmal gewartet haben, war auch einfach nur der Sound der Vögel zu hören. Das ist ja immer mein Favorit, wo ich einfach richtig entspannen kann. Ja, tut jetzt echt gut, hier angekommen zu sein. Es ist gerade irgendwie mal 6 Uhr. Julien geht jetzt was einkaufen noch, weil es ist halt einfach noch nicht Hauptsaison. Das heißt, in den Campingplätzen selber, also in diesen Rezeptionen und so, kriegt man noch gar nichts.
Da muss man halt wirklich selbst alles dabei haben. Ansonsten hat es natürlich aber auch seine Vorteile, hier nicht in der Hauptsaison zu sein. Ich bin ganz froh, weil ich glaube, sonst wäre jetzt auch hier ganz schön was los. Und gerade so das letzte Stück hier zum Campingplatz war auch gar nichts mit Verkehr. Das war sehr, sehr schön. Was auch ein super Weihnachtsgeschenk oder Geburtstagsgeschenk ist, wie ich finde, ist dieser Campingstuhl. Den habe ich selber vor ein paar Jahren mal bei Amazon bestellt und dann Julian zum Geburtstag geschenkt, weil er hatte noch keinen. Und der ist einfach geil, weil er hat sehr kleines Packmaß, ist sehr, sehr leicht und schnell aufzubauen und dabei trotzdem noch gemütlich. Und ich finde so einen Campingstuhl, der macht schon echt was aus. Also gerade wenn man da noch ein bisschen arbeitet, so wie ich, länger sitzt oder mal was schreibt auf der Reise, kann man den gut gebrauchen. Ich habe euch den unten in der Infobox verlinkt, falls ihr euch den auch bestellen wollt. Bau den jetzt mal hier gerade auf fürs Abendessen und ankommen. Geht wirklich ganz leicht. Man hat dieses Gestell hier aus dem Gestänge, was sich einfach so zusammenstecken lässt. Zack, das ist auch selbsterklärend. So steckt man einfach die Sitzfläche drauf. So kann man es aushalten. Als Julian in die nächste Stadt fährt, um Wasser und Frühstück für morgen zu holen, wundert er sich doch sehr über das Lebensmittelgeschäft, das er erst auf den zweiten Blick findet. Wir hatten uns den bei Google Maps angesehenen Shop etwas anders vorgestellt als diesen Tienda Store, der nur mit Zugang über eine total unscheinbar wirkende Tür betreten werden kann. Der Einkauf fällt verhältnismäßig viel zu teuer aus, mit 10 Euro für 2 Flaschen Wasser, eine Milch und 2 Cola. Mehr gibt es dort nicht. Aber wir sind froh, überhaupt irgendwas bekommen zu haben. So gibt es heute Abendessen Deluxe mit Couscous-Salat, Möhrensalat, Salami und Baguette. Dazu frisch gekochte Nudeln in Champignonsauce. Richtiges Festessen. Hier mit geilem Ausblick. Der ganze Spaß hier kostet übrigens 23 Euro für die 2 Motorräder und uns 2 Personen mit einem Zelt. Ja, Freunde, der Pool, ich glaube, wenn man da reinspringt, kommt man noch dreckiger raus, als man vorher reingegangen ist. Ich glaube, es ist mehr so ein Algentümpel. Ich glaube, danach bist du todkrank, wenn wir da drin raus. Lass mal daraus trinken. Eigentlich wäre für dich so ein Kohlefilterstrohhalm nicht schlecht. Gibt's ja, kennst du das so aus Outdoor-Dingern? Die kannst du in irgendeinem Fluss halten. Gibt es bei Amazon für 10 Euro oder sowas, so für Kanufahren oder irgend so ein Kram. Und das filtert einem anscheinend so ein Brackwasser irgendwie raus, sodass es trinkbar ist. Hatte ich auch noch nie, aber mein Ding, glaube ich. Hier vom Camping Las Planas am Fuße der Vorpyrenäen haben wir einen fantastischen Ausblick auf den Stausee von Santa Ana, der in der spanischen Provinz Huesca liegt. Er ist sowohl Teil der autonomen Gemeinschaft Aragonien sowie Kataloniens und ein idealer Ort für Naturliebhaber. Die Idylle zerstört. Ich habe mich verschluckt. Oh, das ist voll schön hier, Freunde. Die Sonne fühlt sich wirklich sehr gut an. Sieht aus, als wenn du ein Vampir wärst und deine Haut glitzert. Wieso glitzert wegen vom Schweiß oder was? Oder vom Fett? Nein! Vom Teig. Von der Sonne, du Honk! Weil ich so weiß bin, als hätte ich echt so krank. Boah, guck mal, da sind riesige Fische unten. Ja, ich glaube, man sieht sie. Boah! Ich glaube, Angeln ist hier verboten, oder? Hörst du? Ach so.
Ich dachte, das wäre ein Specht oder so. Ein Specht? Nee, das war einfach so ein nur hier der... Das war kein Specht, das war das Knacken. Das ist hier alles los. Ich hab das hier. Schon gefährlich. Excusez-moi, euer Zaun ist nicht dicht. Fest. Wir reparieren euch das kostenlos. Das ist hier. Hier Schraubfachtechniker. For free hier reparieren wir den Campingplatz-Zaun. Ja, ersten Fahrtag hier in Spanien. Ich war vorher noch nie in Spanien mit dem Motorrad und ich finde, das war ein schöner Einstieg. Würde aber auch sagen, da geht noch was. Ich freue mich auf den TED. Mir dürstet es nach Offroad. Ich habe echt Bock drauf und auch auf Wildzelten. Also so Campingplätze sind cool, weil man hat laufendes Wasser. Deswegen haben wir das heute auch gemacht, weil Einkaufen war schwierig. Aber ich denke, die nächsten Tage haben wir dann noch ein bisschen was auf der Liste. Immerhin, an diesem vierten Reisetag wird die bisher unerfüllte Hoffnung auf ein schönes Zeltplätzchen zum Seele baumeln lassen und die Natur genießen endlich gestillt. Ein erstes Anzeichen von erholsamem Urlaubsflair. Jetzt geht der Spaß so richtig los. Guck mal, was hier für Salzsteine liegen. Einfach in der freien Natur, in der Wildbahn, in der freien Wildbahn. Da geht gerade noch die Sonne unter. Und hier liegt einfach so ein Brocken von so einem Salzgestein. Ich habe mal in einem Berchtesgaden, da kann man das auch als so eine Salzsteinlampe kaufen. Das ist quasi dann von innen so ein Licht und färbt dann den Stein nach außen hin hell. Das ist echt cool. Und ich meine, der Brocken ist ein bisschen zu schwer, um den jetzt hier mal eben so aufs Motorrad zu... Obwohl, der lässt sich bewegen. Okay, Leute, ich sollte den vielleicht mitnehmen. Highlight des Tages war für mich, als wir losgefahren sind und man die ganze Zeit diesen Blick in die verschneiten Gipfel der Pyrenäen hatte. Das war irgendwie ein geiles Fahrgefühl, weil du warst selber noch so im angenehmen Warmen, hast aber diesen total geilen Panoramablick gehabt mit diesen weißen Berggipfeln im Hintergrund. Und das war, glaube ich, auch mit einer der schönsten Gegenden zum Fahren. Immer zwischendurch diese kleinen Dörfer, durch die man gefahren ist, diese kleinen Städtchen mit den super engen Gassen und alles hängt so voll an den Balkonen mit Wäsche und ich weiß nicht, was die da alles Pflanzen en masse stehen haben. Und nochmal hier der Schluss, wo wir bis zum Campingplatz gefahren sind, die letzten Meter. Sehr schön. Da möchte ich Folgendes sagen. Ich habe hier gerade das erste Mal meinen Kopf von hinten gesehen. Falls sich irgendjemand von euch wundert, warum ich aussehe wie ein Geier und meine Haare oder Frisur so ein kleines bisschen komisch ist, Caro ist jetzt nebentätig auch zwischendurch mal als Friseur aktiv, Friseurin. Ist aber noch ein bisschen in Arbeit. Wir finden uns erstmal damit ab. Manchmal wird es schon ganz gut. Manchmal. Seht ihr ja selbst, dass er draus geworden ist. Ja, es sieht immer so einfach aus. Aber ich denke auch, learning by doing, ne? Ja, sind trotzdem alle schön. Um den Tag mit einem Zitat abzuschließen. Die Natur ist nicht nur ein Ort, den wir besuchen, sondern ein Teil von uns. In ihrer Schönheit finden wir Inspiration und Frieden.